Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Vielleicht kennt ihr das auch. Da bahnt sich eine Krise an, da türmen sich die Wolken des Lebens auf und man merkt es gar nicht richtig. Und ohne dass man es richtig merkt, steht man mitten im Auge des Sturms. Die Krise ist am Toben, man weiß nicht mehr ein noch aus. Irgendwie hat man die Anzeichen nicht gesehen, hat man die Hinweise nicht gedeutet, die darauf hinführen, dass es eine Krise gibt, dass irgendetwas ungut ist im Leben, dass irgendetwas im wahrsten Sinne des Wortes verrückt ist. Auch die Jünger haben einmal solch eine existenzielle Erfahrung gemacht, damals auf dem See von Genezareth. Petrus, er hat es dann ins Wort gebracht, hat seinen Herrn bedrängt und von ihm heißt es, als er aber den Wind am heftigsten bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Ja, vorher hat er noch auf sich selbst vertraut. Ich packe das, ich halte das irgendwie aus. Aber dann, als es nicht mehr ging, da hat er den Herrn um Hilfe gebeten. Wir dürfen den Herrn immer um Hilfe bitten, nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und vor allem, das ist die Erfahrung des Petrus und es ist hoffentlich auch unsere Erfahrung, dürfen wir spüren, dass er die ganze Zeit schon da war, dass er auch mit uns in die Krisen hineingeht, in die Stürme unseres Lebens und uns besonders dann umfängt, wenn wir ihn vielleicht auch am wenigsten wahrnehmen, wenn wir uns am meisten auf uns selbst verlassen wollen und gar nicht glauben können, dass er schon längst bei uns ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, immer wieder toben die Stürme auch in unserem Leben. Immer wieder sind wir von Krisen und Ängsten bedroht und umfangen. Doch du umfängst vorher schon alles. Du bist genau dann bei uns, wenn wir dich am wenigsten erwarten und glauben können. Hilf uns, deine Gegenwart zu spüren. Hilf uns, offen zu sein für deine Gegenwart, auch in den und besonders in den schweren Momenten unseres Daseins. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.